Bereit. Zur dritten Singularität, das Geisterhaus. Ja. Okay. Ah, mir ist schon wieder schwindelig. Kommt es mir nur so vor, oder geht die Landschaft immer mehr kaputt? Es ist so, weil jede Menge Daten verarbeitet werden müssen. Ihr solltet euch beeilen. Hier entlang. Folgen wir ihm mal. Ist es Lava? Aha. Es gibt hier drei Kapseln? Nun, sie sind für Setsuka und die Zwillinge. Ja gut. Hä, aber warum für die Zwillinge? Ich meine, bei den vorherigen beiden waren ja nicht die für Emma und für Hajime. Also, wenn wir dem Muster folgen, dann... Diese mechanischen Geräte bei den Singularitäten und die Toten sind dort, wo sie gestorben sind? Oder war vielleicht die Hinrichtung hier in diesem... Ich meine, ich erinnere mich doch an die Hinrichtung, das war doch nicht hier. Das ist korrekt. Das ist seltsam. Die einzige Person, die in dem Geisterhaus gestorben ist, war Setsuka, aber die Zwillinge sind hier. Warum waren Hajime und Emma da nicht bei den ersten beiden? Endlich stellt mal hier jemand die richtigen Fragen. Nun, das ist richtig, aber diese Pots sind für die Opfer und nicht für die Kriminellen. Und auf eine gewisse Art sind die Zwillinge hier auch Opfer. Ja, ja, okay, das stimmt schon. Die ersten beiden waren halt Void-Mitglieder, die Täter. Hier hingegen Kanadi und Hibiki waren keine Void-Mitglieder. Nun, das ist... Na... Was? Was ist los? Sind das Geister? Da ist jemand hinter der Säule. Iroha! Nein, nicht dieser Song! Nicht dieser Song! Nein, Rise and Shine ist sein... Oh! Nie wieder will ich das hören! Oh! Was zum Teufel bin ich hier? Wie komme ich hier raus? Ich... Oh, das ist echt PTSD, hey. Jedes Mal, wenn das gespielt hat, hey. Wie komme ich hier raus? Ich werde einfach... Ich hasse dich, Mikado. Ich hasse dich, Mikado. Iroha? Na! Aber Iroha sieht noch so aus wie immer. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Mikado, bitte vergib mir. Sora und Yoroko? Endlich sehen wir uns wieder, Miss Nijiwe. Monocrow! Was machst du hier? Wie seid ihr hergekommen? Egal, wie sehr ich versuche zu gehen, ich kann nicht von hier weg. Die Antwort ist leicht. Du kannst dich nicht zwischen den Koordinaten bewegen, weil du kein Administrator bist. Ich habe diese beiden selbst hierher gebracht. Nun, es scheint, als wärst du wieder normal. Also, kann ich jetzt nach Hause gehen? Nach allem, was du gemacht hast, ist das alles, was du zu sagen hast? Na, es tut weh. Miss Yoroko... Gewalt ist immer noch gegen... nein, ich bin nicht länger ein Lehrer. Die Regeln sind nicht länger wichtig. Warum verhältst du dich so? Sora, du solltest genauso wütend sein wie ich. Du hast sie nicht mal angeschrien. Sie hat mit Mikado kooperiert und geholfen, Teruya umzubringen. Sie hat fast dafür gesorgt, dass wir alle sterben würden. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Hör auf, Yoroko. Wir können nicht ändern, was bereits geschehen ist. Ich möchte ihr eine Frage stellen. Es tut weh. Iroha. Ich weiß, dass du auf Mikados Seite warst, aber das ist nicht länger wichtig. Ich kann verstehen, warum du das getan hast, was du getan hast. Selbst nachdem Hajime hintergangen wurde, konntest du diesen Plan nicht aufgeben. Weil du verzweifelt warst. Du musstest erneut deinen Himmel erreichen. Mein Himmel? Wie weißt du über das göttliche Glück Bescheid? Halt einfach die Klappe und hör zu! Aber jetzt, wo du so weit gekommen bist, solltest du es wissen. Mikado Sanuji sieht dich nur als ein Werkzeug an. Also selbst jetzt hast du noch eine andere Wahl. Bist du erneut auf Mikados Seite oder könntest du uns eine Chance geben? Was sagst du? Ich wollte auf eurer Seite sein, aber die Schulregeln... Die Schulregeln? Das ist der Grund, warum Niki umgebracht wurde. Wenn man Void hintergeht, dann wird man umgebracht werden. Glaubt ihr ernsthaft, dass ich auf Mikados Seite war, weil ich ihn mochte? Ich konnte nichts tun. Diese Schulregel wurde erst hinzugefügt, nachdem Shinji gestorben ist und die Verhandlung vorüber war.
Also warum? Warum hast du uns nicht die Wahrheit gesagt, als Niki es getan hat? Erklär's uns, Iroha. Das ist weil... Okay, beruhig dich, Hiroko. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir sind ebenfalls nicht komplett unschuldig. Du hast ebenfalls versucht, jemanden umzubringen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich schuldig zu fühlen. Wirklich? Was? Na, warum schreist du auf einmal? Sora? Oh, nein, es ist gar nichts. Auf jeden Fall, ich werde eines Tages den Preis für meine Sünden zahlen. Aber jetzt gerade müssen wir erstmal Mikado aufhalten. Wenn wir ihn einfach in Ruhe lassen, dann wird er mit seinem boshaften Plan weitermachen. Und es wird sogar noch mehr Opfer geben. Wir können das nur mit unseren eigenen Händen aufhalten. Denk darüber nach. Mach dir keine Sorgen um die Regeln, Iroha. Vielleicht ist es wegen den ganzen Fehlern hier in der virtuellen Welt, aber die Regeln in dieser Welt gelten nicht länger. Du hast recht, das E-Handbook. Ich mag es ebenfalls nicht, aber du bist die letzte verbleibende Void, außer Mikado. Also wenn du je irgendetwas für uns gespürt hast, dann hoffe ich, dass du uns von nun an helfen wirst. Ich verstehe schon, ich werde euch helfen. Na endlich mal. Was ist jetzt mit Shobai? Das soll auch mal hier zu wieder zurückkommen, Mann. Was haben wir jetzt hier? Also, wisst ihr, warum die Hinrichtung auf einmal aufgehört hat? Es ist offensichtlich. Jemand hat das Ende der virtuellen Welt erzwungen. Und deswegen bin ich hier, um euch zu helfen. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Wenn es nur ein paar Sekunden später gewesen wäre, dann wären die Überreste meines Kopfes an der Wand gewesen. Ich hasse es! Ich hasse es! Hör auf, so laut zu sein! Halt die Klappe! Sora, sag dir, dass sie aufhören soll zu schreien! Es ist so gruselig! Da hast du es, Iroha. Moment, warum bist du nicht von Hirokos Aussehen überrascht? Oh, hä? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, als Sora aufgewacht ist, hat sie mich überhaupt gar nicht erkannt. Also, woher wusstest du direkt, dass ich es bin? Nun, laut Niki kannten alle Void-Mitglieder bereits unsere Profile. Iroha, deswegen wusstest du es, oder? Ja. Obwohl du es gerade gesagt hast. Mikado hat talentierte Menschen aus dem ganzen Land versammelt. Und dann ihre Erinnerungen gelöscht und sie in ihr Highschool-Alter befördert. Die Hoffnungssymbole der nächsten Generation. Iroha, dein Reset-Code wurde ebenfalls freigeschaltet, richtig? Aber du hast dich überhaupt nicht verändert. Nun, um ehrlich zu sein... Die Voids haben keine Reset-Codes. Ha? Nun, sie haben einen, aber die Codes machen nichts. Was soll das bedeuten? Moment, du weißt es nicht einmal? Es scheint, als bräuchtet ihr alle eine detaillierte Erklärung der Reset-Codes. Die Reset-Codes synchronisieren eure Datenmodule in der virtuellen Welt mit der echten Welt. Mit anderen Worten, es macht genau das, was es besagt. Es setzt die manipulierten Daten zurück. Aber anders als die anderen von euch, haben die Voids keine Daten, die manipuliert wurden. Also bleibt der Code exakt gleich. Es gibt keine manipulierten Daten, also willst du damit sagen, dass Iroha in der Realität momentan genauso aussieht? Hast du nicht vor einer Weile gefragt, warum Emma und Hajime keine Pots hatten? Diese Pots wurden wegen den Reset-Codes importiert. Es ist, was geschieht, wenn Opfer zu ihren ursprünglichen Körpern zurückkehren. Wenn ein Void zum Normalzustand zurückkehrt, gibt es keine Backup-Daten. Deswegen verändert es sich nicht. Ich bin so verwirrt. Warum weiß Iroha darüber überhaupt nichts, hä? Sie war doch ein Void, oder ist ein Void. Mit anderen Worten, man kann Voids Daten nicht zurückholen. So könnte man es sagen. Ich kann das Ganze nur technisch sagen, weil Programmiersprache schwer zu erklären ist. Und selbst wenn man die Daten der Voids zurückholen könnte, hätte sich nichts geändert. Ha? Die Voids wurden von Mikado hergebracht, um das Killing Game zu füllen. Sie waren lediglich Nutztiere. Die Voids sind nicht Teil der Hoffnung der nächsten Generation und ich habe keine weiteren Informationen darüber. Aber wenn sie nicht die Hoffnung der nächsten Generation sind und sie keine ultimativen Schüler sind, bedeutet das dann, dass sie keine Talente haben? Ich bin ebenfalls nicht zur Hope's Peak Academy gegangen und ich bin ebenfalls kein Ultimate.
Aber dennoch wurden wir für unsere Talente anerkannt. Was bedeutet das also für Sie? Warte, würde es nicht Sinn ergeben, wenn die Voids ebenfalls talentiert wären? Wenn man die Fähigkeiten bedenkt, die die Voids bisher durchgeführt haben. Vielleicht war das nur modifiziert? Oder so? Ich weiß nicht. Nun, ich bin nicht wirklich interessiert an Boxen, Medien oder Kunst, also bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Emma Margorobi, diesen Namen kenne ich auf jeden Fall. Vor dem größten, schlimmsten und tragischsten Ereignis der menschlichen Geschichte war sie sehr bekannt. Es ist einfach nur Glück. Ha? Huh? Wir Voids, wir hatten ursprünglich überhaupt kein Talent. Es wurde alles nur gefaked. Sie wurden uns von Uzuros Glück gegeben. Das ist unser Talent. Es ist genauso, wie Iroha es gesagt hat. Aber Yoroku hatte trotzdem recht. Rein technisch gesehen haben sie trotzdem ein Talent. Hajime ist ein bekannter, genialer Amateurboxer. Und Emma ist eine Weltklasse-Kinderschauspielerin. Iroha ist eine Malerin einer stolzen Familie. Und Niki ist ein solider Reporter. Aber um diese Position zu erreichen, war die Kraft des Himmels notwendig. Moment mal, Sora hat das gesagt, dass wenn Uzuro sterben würde, das Glück, das er in diese Welt gebracht hat, verschwinden würde. Und alles, was dieses Glück gebracht hat, dann verschwinden würde. Ja. Wir alle verlieren unsere Talente. Selbst wenn sie immer noch vom göttlichen Glück beschützt wurden, befanden wir uns immer noch in einer guten Position, aber... Also, obwohl unsere Talente weg sind, war es nur eine Frage der Zeit, bis es jemand bemerken würde. Ja, jetzt versteht ihr, warum ich das getan habe, oder? Ihr versteht es, oder? Wir mussten das tun, weil... Also was? Möchtest du, dass ich mich schlecht für dich fühle, oder was? Du hast dennoch grausame Dinge getan. Yoroku, beruhige dich. Auf jeden Fall, wir haben unsere Antworten. Wir kennen jetzt den Grund, warum es hier keine Kapseln für die Voids gibt. Jetzt wissen wir also, dass das der Plan von Void war. Wir wurden alle nur von Mikado ausgenutzt, auch ich. Lediglich Mikado kennt die gesamte Wahrheit. Selbst mit Iroha hat sich noch nichts verändert. Wir haben immer noch keine richtigen Hinweise. Nein, obwohl sie unsere Gegnerin war, ist Iroha immer noch eine weitere Verbündete von uns. Jetzt, wo wir ein Team sind, können wir Mikado besiegen. Was ist los? Nichts. Es ist genauso, wie Monocross gesagt hat. Ich wäre keine große Hilfe. Wir hatten zuvor keine Informationen, aber jetzt mit Iroha kennen wir alle Void-Mitglieder. Selbst wenn es kein großer Hinweis ist, je mehr Informationen wir haben, desto besser. Nun, ich habe da noch eine Frage, die ich dir später stellen möchte, aber... Wir sollten uns erstmal diese drei Kapseln anschauen. Ah, kann ich Hibiki nochmal wiedersehen, hey. Hibiki hat sich den Tod nach wie vor nicht verdient. Es ist, wie es ist. Das ist die größte Schweinerei in diesem Killing-Game bisher gewesen. Setsuka, Kanade und Hibiki. Ja gut, fangen wir mal hier an. Hibikis Kapsel. Ah, wir kriegen direkt beide. Sie sehen schon ein kleines bisschen anders aus. Hibiki und Kanade sehen nicht sehr anders aus. Nun, sie sehen auf jeden Fall wie Erwachsene aus, verglichen mit ihrem jüngeren Aussehen von zuvor. Hibiki, und ich möchte mir das Ding neben ihr gar nicht anschauen. Heißt das dann, dass Hibiki und Kanade ebenfalls Hoffnungen für die nächste Generation waren? Weil, warum? Ich meine, wenn Kanade eine Serienmörderin war, dann ist sie ja... keine Hoffnung. Ja gut, eine Hoffnung für Serienmörder, okay, aber Iroha, wusste Void überhaupt, dass Kanade eine Serienmörderin war? Ich hatte keine Ahnung. Ich verstehe nicht einmal, warum eine solche Person Teil dieses Plans war. Und als wir uns mit Mikado getroffen haben, war der Plan bereits entschieden. Lediglich Mikado kannte die Kriterien für das Personal. Alle von ihnen waren nur Mikados Marionetten. Was hast du erwartet? Beschuldigt Iroha nicht zu sehr. Der Rest von Void wurde nur von ihm ausgenutzt. Zuerst einmal sollten wir die Profile öffnen. Lest es euch durch. Okay. Hibiki. Otono Koji.
Name, Hibiki Otonokoji. Vor der Tragödie war sie eine Vokalistin in, also eine Sängerin, in einer beliebten Band, Melody Rhythm. Nach der Tragödie hat sie eine stagnierende Gesellschaft wieder neu belebt. Sie hat Charity-Performances gespielt und das Geld wurde genutzt für Wiederaufbauprojekte. Zusätzlich zu ihren Bandaktivitäten hat sie auch oft freiwillige Arbeit gemacht. Und somit wurde sie ebenfalls zu einem Hoffnungssymbol für die nächste Generation. Ach man, ich kann mir das nicht durchlesen. Wisst ihr, das Schicksal der anderen in diesem Killing Game war natürlich jetzt auch nicht so mega positiv und happy, aber Hibiki hat es sich noch viel weniger verdient als alle anderen, oder? Ach man. Hibikis gesamtes Leben war einfach nur die Hölle, oder? Und der Grund dafür, könnte vielleicht sie gewesen sein. Name, Kanadi Otonokoji. Vor der Tragödie war sie eine Gitarristin der Band, haben wir gerade schon gehört, genau. Nach der Tragödie hat sie ebenfalls bei solchen Projekten geholfen. Sie hat an Charity-Performances teilgenommen und das Geld wurde gespendet. Und ja, hier steht es dasselbe nochmal. Und somit wurde sie ebenfalls letztendlich ein Hoffnungssymbol für die nächste Generation. Also der exakt selbe Text wie auch bei Hibiki. Aha, es gibt kaum einen Unterschied zwischen den beiden Profilen. Warum ist eine Mörderin, die mindestens 60 Leute umgebracht hat, ein Hoffnungssymbol für die nächste Generation? Es gibt noch eine weitere seltsame Sache. Ausgehend von diesem Profil scheint es nicht wirklich so, als ob es eine Verbindung zu der 79. Klasse von Hope's Peak gab. Ich kenne nur grundlegende Informationen über die Zwillinge. Ich war auch beeindruckt davon, wie sehr sich Kanadi verändert hat. Was? Du solltest alle kennen, außer Kokoro. Moment, ich kann eine Theorie aufstellen, aber das hier ist keine vorher bereits eingegebene Information. Mikado mag vielleicht Kanadis Tendenzen nicht gekannt haben. Kann das wirklich möglich sein? Hat Miss Kanadi es nicht selbst während der dritten Verhandlung gesagt, dass es das erste Mal ist, dass sie erwischt wurde? Was bedeuten würde, dass sie niemals erwischt wurde? Und das würde bedeuten, dass es ein noch nie dagewesener Fall war. Dass die Polizei versucht, über 60 Fälle zu lösen. Vielleicht hat es eine Verbindung mit der Polizei. Oh, da habe ich direkt mal eine Theorie. Einer der Überlebenden des ersten Killing Games, das war Kinjo. Kinjo war der ultimative Polizist. Die Polizei? Der Direktor der Kisaragi Foundation, der vorherige ultimative Polizist, Tsurugi Kinjo, der 79. Klasse. Ich bin mir sicher, dass eine Verbindung bestand, weil er versucht hatte, Miss Kanade zu schnappen. Was? Der ultimative Polizist? Denk darüber nach. Wichtige Menschen, die mit Melody Rhythm in Verbindung stehen, sind nach und nach verschwunden. Natürlich müssen zu irgendeinem Zeitpunkt die Zwillinge befragt worden sein. Tsurugi Kinjo, er hasst Böses mehr als jeder andere. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht Teil dieses Falles war. Was ist mit Hibiki? Sie steht damit nicht in Verbindung. Nein, zu dieser Zeit war Hibiki ebenfalls eine Verdächtige, genauso wie Kanadi. Sie wäre ebenfalls verhört worden. Und wegen Kanadis Natur. Sie hätte ihre Taten komplett vertuscht. Deswegen glaube ich, dass Miss Hibiki auf jeden Fall mindestens einmal Kinjo hätte treffen müssen. Moment, daran stimmt irgendetwas nicht, oder? Ich weiß nicht, wer Mikado war, aber wie konnte er eine Serienmörderin finden, die nicht einmal die Polizei finden konnte? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es tut mir leid. Ich mache mir ebenfalls um etwas Sorgen. Monocrow hat gesagt, eine Kondition wäre, dass man ein Hoffnungssymbol der nächsten Generation sein muss und mit der 79. Klasse in Verbindung stehen muss. Wie kann ich das erklären? Es fühlt sich einfach so seltsam an, wie eine zufällige Auswahl. Um ehrlich zu sein, als ich über die Menschen gehört habe, die an diesem Plan teilnehmen, hatte ich die Kriterien ebenfalls etwas hinterfragt. Mikado hat gesagt, dass diese Menschen genug sind, dass es
keine Alternativen gibt. Es gibt keine Alternativen? Er hat gesagt, weil es Menschen sind, die schwer zu kidnappen sind und alle sie kennen. Nun, nicht nur eine Prominente, sondern gleich zwei Prominente zu entführen, sollte nicht leicht sein. Wie zum Teufel hat er nur so viel Nonsens-Intelligenz? Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Wenn man darüber nachdenkt, wir wissen so ziemlich gar nichts über Mikado. Der Mastermind hinter diesem Killing Game, der Anführer von Void. Selbst während dieses Killing Games konnten wir nicht seine wahre Intention herausfinden. Also jetzt, wo wir so frei ermitteln können, wie wir wollen, habe ich dieses seltsame Gefühl einer Inkongruenz. Die Otonokoji-Zwillinge.